Moin Moin, und da sind wir auch schon wieder. So, wir waren auf dem Weg zu Kalkstein, als wir unterbrochen wurden. Also jetzt. Wir haben halt keinerlei Anstand, die Leute hier. Das Ding kann ich anscheinend nicht mitnehmen. Ach komm, wenn sie schon mal da sind, ne? Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Oh ja, denn ich töte euch gerade hier ständig im Dutzend. Ich frage mich, warum ihr euch traut, mich herauszufordern. Nehmt das! Wir machen ja auch noch nicht mal mehr Schaden. Euer Inventar ist. Oh, kann ich dieses. Nein, das Schwert hätte ich gerne. Nein. Das hier. Danke. So. Aber der hat uns wahrscheinlich schon. Naja, seinen Plan in Anführungszeichen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Erzählst du, dass da nichts Neues mehr ist. Kann ich dir was Interessantes verkaufen? Hundetalk. Naja, komm, weg damit. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das jemand mit mehr Geld aufkauft. Oh, tut. Können wir mal wieder zum. Ja, etwas mehr als der Morgen. Charakterpunkte habe ich nicht, ne? Nein. Aber. Schneesturm wollte ich ja machen. Da geht jetzt die Kirschgeist-Tinktur drauf. Das lasse ich noch. Nicht, dass die Kellnerin dann nichts mehr hat. So, machen wir eine kurze Abbiegung zum Detektiv. Ne, er schmied. Bisschen Geld. Ist okay, wenn wir das wiederholen, wäre nicht so häufig, dass wir hier Meuchler umbringen. Zwei Sachen abliefern. Meuchler umbringen. Zeigt. Ah, die Fackel bringt ein bisschen wenig. Und das dann immer wieder hier abgeben. Aber es bringt halt ein bisschen Geld wirklich rein. Und wenn wir da sowieso dran vorbeilaufen. So, hier. Jetzt unbedingt speichern. Und dann wollen wir da mal mit Raimund. Oder mit Azar reden. Ja. Ich habe die Ergebnisse der Autopsie. Und? Ich kann noch nichts Abschließendes sagen. Wie das? Wie soll ich es sagen? Ich habe zwei Fiolen verwechselt und irgendeine ätzende Brühe auf den Leichnam geschüttet. Aus dem, was übrig blieb, konnte man nicht mehr viel schließen. Nichts? Gar nichts? Gar nichts. Mal ehrlich, Raimund. Das hätte jedem passieren können. Ich muss nachdenken. Kommt später wieder. Schön, dass er ihn ein bisschen ärgert. Das finde ich gut. Das ergibt keinen Sinn. Ja, wir sind halt ein bisschen ungeschickt. Ja, Hexer sind ja dafür bekannt, wie grob schlecht sie sind. Und ungewandt. Laufen wir eigentlich gerade hin? Ach ja. Zum haarigen Bären. Es gibt hier auch keinen
weiteren Alkoholverkäufer, oder? Verdammt. Oder irre ich mich da? Schön, euch zu sehen. Adieu. Ja, ich wollte noch mal sehen, ob die was Neues zu erzählen hatte, aber anscheinend nö. Habt ihr euch in... Ja, ich hätte gerne noch... Und man dafür immer wieder rein, raus. Toussaint Rot, Beauclair Weiß. Ein sehr alter Wein, das sollte dir ja eigentlich gefallen. Davon können wir mal einen kaufen. Sonst sehe ich aber gerade nicht... Ah, Rosé wollt ihr eigentlich haben, oder? Ja. Ich muss Arne den Alkohol bringen. Schauen wir doch gerade mal gleich auf die Karte, wo sie offiziell sein sollte. Im Haus. Naja. Bewegt euch! Ich sollte. Ein Flammenschwert geschickt. Sein Unsinn! Ein Geist, Bestie. Man läuft hier echt schon ziemliche Schrecken ab. Die alte Vettel uns jetzt reinlässt. Alt. Ah ja, hier drauf kenne ich die Antwort. Alt, grau und eine Nervensäge. Ihr solltet euch schämen. Ach, scharfzüngig ist er auch noch. Geht, aber seid nicht überrascht, wenn sie euch erdolcht. Ich erdolche dich gleich. Ihr werdet alt. Ja, genau, ich werde alt. Ah, sie ist nicht hier. Wahrscheinlich jetzt im Krankenhaus oder doch wieder woanders. Grrr, dieses Gesuche. Aber es ist so ziemlich das Letzte, was wir hier in diesem Tempelviertel haben. Jetzt wüsste ich gerade tatsächlich keine Quest mehr. Hier kann ich ja wahrscheinlich jetzt nicht den Alkohol bringen. Schnell! Ich kann es warten. Naja. Besucht mich zu. So, aber dank ihr können wir hier schlafen. Dämmerung 8 Stunden. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Ich will, dass er auch wirklich zu Hause ist. Ich bin so müde. Dann bringen wir halt jetzt den Alkohol. Das heute ist wieder eine Lauffolge. Sind wahrscheinlich wieder ein Haufen Meuchler. Die interessieren mich aber gerade in Käse. Und die Stadtwache ist halt super für nichts zu gebrauchen. Was will? Geht so. Hinauf! Aber. Hätte ja klappen können. Unfreundlich sein wirkt ab und an. Hoffentlich schmeißt du uns jetzt nicht einfach so wieder raus.
alt. Ach. Gut, dass zumindest dieser... Er ist ein bisschen anfangs lustig, aber so wenn man 2-3 Mal hier drin war, dann hätte er jetzt auch einfach mal die Schnauze halten können. Ja. Ich habe... Trefflich. Bringt noch einen Freund mit. Wir sehen uns beim Fest. Ein Freund. Ich brachte Shani den Alkohol. Jetzt war es Zeit an meine Begleitung zu denken. Wen soll ich einladen? Ich muss die Leute berücksichtigen, die ich kenne. Vielleicht möchte jemand mit auf das Fest. Ehrlich gesagt, mir fällt gerade nur einer ein. Und das ist Sultan. Denn die andere Person wäre Shani gewesen. Und die ist hier. Frage ist nur, wo ist Sultan? Den sehen wir häufiger bei Vivaldi. Ich will ehrlich gesagt jetzt nicht zum nächsten Morgen oder so warten. Natürlich auch da noch mal rein. Tür zum Schmied. Da ist noch mal eine Tür. War hier irgendwas? Nö. Oder vielleicht ja und wir... haben schon längst ausgekundschaftet. Tja, Sultan sehe ich halt sonst immer nur tagsüber. Ich habe keine Ahnung, wo der vielleicht sein... Oh, das tut weh. ...sein Haus hat. Die verfluchte Krankheit bringt uns alle um. Die beiden... Bei denen hatten wir schon mal einen Quest. So viel weiß ich noch. Aber das war es dann auch schon. Hier kann man doch hinten zu... Nee... Hier in dieses Zwergenhaus. Zwergen, Elfen, alles Mögliche hier. Verdammt. Aber Sultan kann ich ja nicht ausmachen. Menschen sind seltsam. Gut, dass ich kein so richtiger Mensch bin. Ja, nu, nix. Müssen wir schon wieder... Ja, zum nächsten Morgen warten. Ich wüsste nicht, was wir für eine andere Möglichkeit haben, denn... Kein Schimmer, wo Sultan ist. Ich hab den da auch nicht im haarigen Bären habe ich den um die Uhrzeit, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Könnte natürlich Taler einladen. Was war das? Voller Mann. Ihr habt mich nicht gesehen. Das ist doch wieder Taler. Tut mir leid, hier ist irgendwie ein Hund oder so. Irgendwo ist hier was. Ziemlich bissiger Hund. Flatterer da. Mal sehen, ob wir den erwischen können.
Das ist, glaube ich, eine scheiß Kampfstelle. Oh ja. Der ist jetzt so kein Problem gewesen. Finde ich super. Wir werden hier noch richtig gut. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Bis zum nächsten Akt und dann ist wieder alles beim Alten. Wir werden von jedem Monster niedergeknüppelt. Ja. Ich gehe jetzt halt zum haarigen Bären. Vielleicht ist Soltan da. Sonst muss ich da halt schlafen und tagsüber ihn hier auf der Straße suchen. Oh! Das tut weh! Diese Feier würde ich jetzt aber gerne mal machen. Also sollten sich nicht, Entschuldigung. Habt ihr euch entschieden? Du hast doch bestimmt wieder. Nee, hat's anscheinend nicht. Mist. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Keine Herausforderung. Nee, ich sehe keinen Soltan. Dann also bis morgens warten. Verdammt. Und dann wahrscheinlich nochmal bis. Sind Zimmer frei. 5 Uhr. Abends, weil die Party wird ja wohl abends sein. Zu speichern ist, glaube ich, zum Glück her, bevor ich jetzt das ganze Quest kaputt mache. Ich poliere euch die Fresse! Wo wollte ich raus? Hier. Mann, dass der Soltan auch kein Handy dabei hat. Carmen hätten wir natürlich auch einladen können. Siegfried, nee. So auf Perdu bin ich mit ihm nicht. Steht dem Ohr ein bisschen zu nah. Und das ist auch das einzige Problem, was ich mit ihm habe. Sonst ist er wirklich in Ordnung. Da, Soltan! Hier geblieben, alter Junge. Ich habe ein Angebot für dich, das wird dir gefallen. Ja? Wollt ihr gern zu Shanis Fest kommen? Bei ihr? Ja, wir treffen uns dort. Bringt Alkohol mit! Wird gemacht. Habt ihr einen Moment? Was? Ich warne euch. Der Sinn. Das schön. Das hatten das wir schon mal gehört. Das Heck. Danke. Deswegen war es noch blau, weil wir da eine Option nicht ausgewählt hatten. Ich muss dorthin. So, Soltan wird schon nachkommen. Der ist halt ein bisschen langsamer mit seinen Stummelbeinchen. Ich ertrage das nicht. Mein Herz! Hilfe! Was ist denn? So ein schamloses Treiben unter meinem Dach. Sie hat sich einen Musiker angelacht oder so. Es ist Rittersporn, der berühmte Dichter. Ich weiß, wofür er berühmt ist. Ich habe keine Lust, mir in 9 Monaten ein plärrendes Blach anzuhören. Soll ich die Anstandsdame spielen? Endlich kommt ihr zur Vernunft. So, hallo Shani. Hallo Geralt. Rittersporn kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Ah ja, du bist also
Rittersporn. Ich kann mich an den nicht erinnern. Geralt? Das kann nicht wahr sein. Einen Augenblick dachte ich sehe ein Gespenst. Nein, ich bin kein Gespenst. Verliere ich den Verstand? Shani, ist das ein Witz? Und es ist kein Witz. Aber wie? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Was habt ihr gesehen, Rittersporn? Ich sah, wie sie befahl, euch auf ein Boot zu legen. Und da war ein Einhorn. Milva, Kahir, Anguleme, Yarpen und Soltan. Wir waren alle Zeugen. Tja. Okay, da scheint so ein Trupp zu sein, mit dem wir zusammen waren. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Aber ich würde zu gern wissen, warum alle so überrascht sind, mich am Leben zu sehen. Erzählt mir alles. Schritt für Schritt. Vor 5 Jahren saßen wir mit Freunden in einer Taverne, aßen Weinbergschnecken und tranken Wodka. Dann überfiel ein blutrünstiger Mob den Anderling-Bezirk. Ihr seid auf die Straße gegangen, um sie zu vertreiben. Dann... Was? Jemand rammte euch eine Mistgabel in den Bauch. Eine tödliche Wunde. Wir konnten nichts mehr machen. Das geht doch nicht, dass Geralt einer Mistgabel gestorben wäre. Ich vermute, ich sterbe nicht so leicht. Woher soll ich wissen, dass ihr kein magischer Doppelgänger oder sonst etwas seid? Hört zu, Rittersporn. Ich habe keinen Beweis, weil das unmöglich ist. Ich erinnere mich nicht. Manches kann man nicht erklären. Setzen wir uns und trinken wie alte Freunde. Die Zeit wird erweisen, wer ich bin. Ihr habt recht. Wir haben zu viel zusammen durchgemacht, als dass ich das nicht wüsste. So. Tja. Natürlich, wer weiß, vielleicht sind wir tatsächlich ein Doppelgänger. Wir wissen es nur nicht. Habt ihr jemanden eingeladen? Sultan Shivai. Kennt ihr ihn? Nein, aber ich würde ihn gern kennenlernen. Prächtig. Sultan und ich sind stets gut miteinander ausgekommen. Wunderbar. Nochmal mit Shani. So, alles ist vorbereitet. Trinken wir etwas. Na, hau weg den Scheiß. Ich glaube, ich bin auch schon ein bisschen betrunken. Ich habe nachgedacht und habe eine Frage. Tut euch keinen Zwang an, Rittersporn. Das steht euch nicht. Nehmen wir an, euer nächster Auftrag wäre ein Vampir. Was würdet ihr tun? Ihr habt gesagt, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ihr müsstet also wissen. Silberschwerttränke, worauf wollt ihr hinaus? Ich nehme Option 1. Ihr habt gesagt, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ihr müsstet es also wissen. Wenn ich euch nun sagen würde, dass ihr einen Kompromiss mit diesem Vampir schließt. Kompromiss? Vampire entstehen aus schwarzer Magie und sind von Natur aus böse. Verhandlungen enden meist damit, dass einer der beiden eine Menge Blut verliert. Und das ist fast nie der Vampir. Rittersporn, glaubt mir, wenn man zum Beispiel eine Bruxa sagen könnte, dass sie Kaninchen jagen soll, wäre ich schon lange arbeitslos. Natur aus böse... Nee, ich glaube nicht in The Witcher. Da gibt's unterschiedliche Typen von Vampiren. Rittersporn, glaubt mir. Wenn man zum Beispiel einer Bruxa sagen könnte, dass sie Kaninchen jagen soll, wäre ich schon lange arbeitslos. Was ist mit höheren Vampiren? Die sind selten. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch, was Bluttrinken für einen höheren Vampir bedeutet. Rittersporn. Prosit. Prosit. Starkes Zeug. Aber gut. Ihr wolltet meinen Horizont erweitern. Habe ich mit dem letzten Glas doch schon getan. Hört auf einen Mann, der sich im Leben auskennt und das Gedächtnis nicht verloren hat. Höhere Vampire trinken Blut, so wie wir... Oh, es kommt jemand. Sultan Shivai, holde Maid. Ist lange her, Rittersporn. Willkommen, Geralt! Seid gegrüßt. Hallo, Sultan.
Ich brauch jetzt was Gutes zu trinken. Kommt sofort. Schenkt eine Runde ein, Geralt. Er muss jetzt ja auch nachziehen. Das Fest geht weiter. Na, begrüßen wir mal Soldan. Humpeln wir da hinten mal hin. Starkes Gesöff. Meine Augen tränen. Schnaps ist das Beste, das sage ich schon immer. Kommt drauf an, für ein romantisches Abendessen taugt Schnaps nicht. Nicht des Geschmacks, sondern der Wirkung wegen. Meine Eudora und ich haben uns oft einen Krug gegönnt und keinerlei Nebenwirkungen bemerkt. Ich bevorzuge Wein, aber ich habe nichts gegen Schnaps, wenn er in Maßen genossen wird. Hochwertiger Schnaps findet auch in der modernen Medizin Anwendung, wie Shani bestätigen kann. Ja, er ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Nicht nur. Er wärmt den Körper, vertreibt Schmerzen und bannt Schwäche. Machen wir die Probe aufs Exempel. Prosit! Und noch ein. Ach du meine Güte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur ich hier betrunken bin. So, wir waren aber im Gespräch mit Rittersporn. Also, wie ich schon sagte, höhere Vampire brauchen kein Blut, anders als die niederen. Weder menschliches noch sonst welches. Blut, mein lieber Monstertöter, ist wie Alkohol für sie. Wo habt ihr das erfahren? Bei den haarigen Eiern der Spinne, das stimmt. Bin ich der Einzige, der nicht mehr durchblickt? Nein, ich verstehe es auch nicht. Rittersporn, worauf wollt ihr hinaus? Geralt, ihr habt einen wahren Freund gehabt, der ein Vampir war. Hatte ich etwa auch einen Freund, der ein Drache war? Ja, auch das, der Scherz geht auf euch. Wie auch immer, es stimmt. Sein Name war Regis. Soltan kann es bezeugen. Er war euer Freund und konnte mit bloßen Händen rotglühende Hufeisen aus dem Feuer holen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Was geschah mit diesem Regis? Emil Regis Rohelek Terziev Godefroy starb im Kampf an eurer Seite. Trinken wir auf ihn und die anderen Gefallenen. Trinken wir. Auf Caleb Straton! Auf Rotschopf! Ui, also gleich falle ich. Johnny. Was ist? Erzählt mir von der Schlacht von Brenna. Wir waren zu viert und mussten tausende Verwundete versorgen. Ich habe das Zelt nie verlassen. Ich bewundere euch, Shani. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich Soltan eingeladen habe. Ich mag ihn. Da bin ich aber froh. Das Fest geht weiter. Und wir sehen nicht doppelt, nicht dreifach, wir sehen vierfach. Ach du meine Güte. Habt ihr Hunger? Ein wenig. Wir haben Brot, doch wir sollten es nicht trocken essen. Wir brauchen Schmalz. Die Oma unten hat sicher einen vollen Schmalztopf. Ihr macht Witze. Die Mumie hat sicher Schmalz. Und vielleicht sogar eingelegtes Gemüse. Shani? Lasst euch aber nicht erwischen, Geralt. Ich bezahle sie morgen. Moment mal, warum ich? Zwerge sind nicht gerade Leisetreter. Shani würde niemals herumschleichen und Rittersporn. Also, der würde es vermasseln. Na gut, bin gleich zurück. Tja, aber... ich sollte das schon längst haben. Wenn ich mich, als wir nach den Sephiroten im Inventar geschaut haben, habe ich nochmal das Schmalz. Erfolg gehabt! Schmalz und eingelegtes Gemüse. Ich doch. Wie wär's noch mit Zucker? Soltan. Schon gut. Schmalz genügt. Oh, jetzt fängt auch noch Rittersporn an zu singen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht so betrunken sind. Boah, ist das anstrengend. Oh, mir wird selbst schwindelig. Muss ich vielleicht ansprechen? Ich kenne das perfekte Lied für Soltan. Das möchten wir gern hören. Singt schon.
Es hört sich nur danach an, als wenn Geralt besoffen ist. Schaut zu jenem Forste. Seht den Wolf in seiner Macht. Er hüpft vor Freude, wedelt mit dem Schwanz und lacht. Was für ein Anblick. Die Melancholie blieb ihm versagt. Gewiss ist er nicht verheiratet, sonst wär er verzagt. Im Grase sieht man, der Wolf nun hinkend geht, Blick und Gesicht nach unten gerichtet, die Brust ihm bebt. Was spielte so bös mit diesem edlen Tier? Gewiss ist's frisch verheiratet oder nun versprochen ihr. Jo, Sultan gefällt's. Sultan, wie geht's der werten Gattin? Keine leichte Frage, Rittersporn. Die alten Zeiten kommen niemals wieder. Die guten alten Zeiten. Shani ist eingenickt. Trinken wir noch ein Gläschen. Dann gehen wir. Trinken wir. So, die beiden gehen. Shani ist auch noch da. Ja. Und was mache ich? Ich kann ja nicht auf dem Bett schlafen, leider. Ja, ich muss mir jetzt den Rausch ausschlafen. Da ist nur die Großmutter, oder zwei Großmütter. Die redet mit sich selbst. Boah, werde ich so super kämpfen können, wenn ich angegriffen werde. Ach ja, wir haben ja zum Glück tagsüber geschlafen. Was ist jetzt eigentlich? Ein paar Rosen mitzubringen. Boah, haben wir. Reicht ein paar. Wieso hat sie mich nur so behandelt? Wir sind halt leider auch so unglaublich langsam. Zu dem komme ich aber noch hin. Wieso hat sie mich nur so behandelt? Dieser Ort stinkt. Was kann ich für euch tun? Rosen. Ich brauche Rosen. Roter Schal. Rote Rosen. Naja, so. Ich glaube, damit sollten wir ausgestattet sein. Saphir. Bei Levan kommen wir sowieso noch vorbei. Der bietet da vielleicht ein bisschen mehr für an. Aber hier die Feuersteine können weg. Kräuter und Gewürze. Die haben nur Geld. Schmuck, Geschenke, aber jetzt ist tagsüber. Da ist Shani jetzt bestimmt zur Arbeit. Ich bin wütend. Ja, ich auch. So. Weil du mir im Weg stehst. Feuerstelle gab's hier nicht, ne? Nein. So, dann humpeln wir mal zu Kalkstein. Ich bin müde. Wir sind über der Zeit. Ich humpel einfach zu Kalkstein. Wir sehen uns, wenn ich da wieder aufgewacht bin. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.